Ein klassischer Tontechnikerspruch ist, wenn ein Künstler sich nicht so gut darbieten kann, sagt der Tontechniker meistens auch, ein Mischpult ist keine Kläranlage. Mein Name ist Helge Ebeling, ich arbeite im Theater für Niedersachsen aus Hildesheim und ich bin gerade in der Tontechnik hier unterwegs, bei euch bei den Landesbühnen da. Wir vom Ton kriegen auch nur eine Ansage vom Inspizienten am Anfang des Stückes und ansonsten sind wir autark. Also wir kriegen da keine Cues und keine Goes wie die Beleuchtung. Wir sind da echt autark, wir brauchen das nicht. Ja, ich bin Timon, ich arbeite in der Tonabteilung und bin Azubi am Theater von Niedersachsen. Nachher sind hier in der Band 6 Leute. Einer am Cello, einer an der Violine, einer an den Klimpen, also am Klavier, dann einer am Bass, einer an der E-Gitarre und einer am Schlagzeug. Dann ein Cello. Das Cello, das ist das Mikrofon von dem Cello. Ja. Ukulele, das ist das Mikrofon von der Ukulele, die Ukulele. Ja. Lars Lehmann, Bassist. Das ist man entweder im Orchestergraben, dann sitzt man natürlich vor der Bühne, aber immer noch ein Stockwerk tiefer. Und unter der Bühne hat man tatsächlich auch schon mal. Also es ist gar nicht so ungewöhnlich, wenn man jetzt in dem Genre unterwegs ist. Für uns als Musiker ist es eine ziemliche Herausforderung, weil das Stück sehr abgefahrene Musik beinhaltet. Christoph Hinz, Schlagzeug, Keyboard. Und da muss es aber natürlich bei allem, was jetzt irgendwie so timingmäßig zusammen sein muss, gibt es natürlich eine enge Zusammenarbeit immer zwischen dem musikalischen Leiter und dem Schlagzeuger, weil da natürlich ganz besonders auch fürs Timing und für die Banddynamik und so zuständig ist. Den Kollegen einfach irgendwie Blödsinn. Also wenn, was ich ja eben mitgekriegt, wenn der Kontrabass irgendwie so, oh, nicht auch das noch, und wenn er da hinten auf seinem Schlagzeug spielt, ist es immer so, dass er das zum Teil dann extra laut macht, damit er uns auch ärgert. Er weiß genau, womit er uns kriegt. Also, Doro Pöhl, komme aus Hannover und spielt Cello in der Band. Man ist immer so ein bisschen aufgeregt, aber wenn die Show dann läuft, so eine Minute, zwei Minuten, dann ist alles gut. Am Anfang ist man nervös. Das ist halt so. Das gehört dazu. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre.